Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass du zu mir gefunden hast. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In diesem Video geht es um das Thema Identitätsdiebstahl. Ich erkläre euch, welche Arten es von Identitätsdiebstahl gibt und wie man sich davor schützen kann. Nur was genau versteht man überhaupt unter Identitätsdiebstahl? Ganz einfach. Identitätsdiebstahl gibt es einmal im realen Leben und einmal im Internet. Wenn beispielsweise jetzt eine Bankkarte, ein Ausweis, der Führerschein oder andere Dinge gestohlen werden, dann wurde ein Teil der Identität bzw. die Identität wurde geklaut. Also eben Dinge, mit denen man sich identifizieren lassen kann. Die Dinge, mit denen man sich identifizieren lassen kann, also eben Bankkarten, Ausweis und all die Dinge, die werden im Internet missbraucht und dazu benutzt, illegale Aktivitäten durchzuführen, wie zum Beispiel über den Namen und die Adresse des Opfers, anhand des Ausweises, Sachen auf Online-Märkten zu kaufen und über die Bankleitzahl und Kontonummer des Opfers, anhand der Bankkarte dafür zu sorgen, dass weniger Geld auf dem Konto liegt. Natürlich gibt es hier mehrere andere Szenarien, die man nicht alle aufzählen kann. Das ist nur eines von vielen. Das Ganze sieht grafisch in etwa so aus, wenn der Täter einen Identitätsdiebstahl durchführt. Hier sehen wir das vermeintliche Opfer, hier der Täter. Der Täter geht zum Opfer, klaut seinen Ausweis und seine Bankkarte. Der Täter geht nach Hause, besucht einen Online-Markt und führt Bestellungen aus an die Adresse des Opfers. Nur, wie schützt man sich vor einem Identitätsdiebstahl und was kann man dagegen machen? Schützen kann man sich wie folgt. Den Rucksack, die Tasche oder das eigene Portemonnaie immer bei sich behalten, immer gut drauf aufpassen, immer schön im Blickfeld behalten, also eben nicht leichtsinnig damit umgehen. Selbst wenn euch jemand nach eurer Bankkarte, nach eurem Smartphone oder sonstiges fragt, nicht aushändigen, ganz wichtig. Im Internet ist es allerdings so, dass auch dort auf sozialen Netzwerken Fake-Profile von Opfern erstellt werden, womit sie anhand des Fake-Profils an weitere Kontodaten oder Adressen rankommen. Weil sie sich eben als die Person ausgeben, die sie gar nicht sind oder die sie gar nicht ist. In dem Falle sofort zur Polizei und Anzeige erstatten. Hier sollte man nicht selbst handeln. Also, immer aufpassen. Identitätsdiebstahl findet ihr überall. Hattet ihr auch schon mal solche ähnlichen Erfahrungen oder habt ihr diesbezüglich weitere Fragen? Dann schreibt es doch in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Hat dir das Video gefallen? Wenn ja, dann lass doch einen Daumen nach oben. Links hast du die Möglichkeit, mich zu abonnieren und das Video hier auf Facebook zu teilen. Rechts stehen dir zwei Videos zur Verfügung. Schau dir bitte eines davon an. Es lohnt sich. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao.